So. Wallahi, oder ich schwöre auf das, oder ich schwöre auf dies, oder ich schwöre auf das. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Bruder, an diesem Tisch wird keine Lüge erzählt. An diesem Tisch wird nicht gelogen. So, an diesem Tisch und in diesem Haus. Okay. Ja? Hallo Stefan, schön, dass wir wieder zusammen sind. Hallo Markus, schön dich zu hören. Das theologische Fachgespräch. Und was waren so die Reaktionen, die du bekommen hast von unserem letzten Fachgespräch? Oh, es waren so ein paar Stimmen, die gesagt haben, oh cool, ihr macht einen Podcast und toll. Es war jetzt aber, ich meine, es hat sich in Grenzen gehalten. Also nette Kommentare, sagen wir es mal so. Also das waren meine Reaktionen. Ja, war bei mir ähnlich. Also die Leute haben mir gesagt, wir hätten noch ein bisschen provokanter sein können. Aber ich weiß nicht so richtig, was das bedeutet. Wir sind einfach so, wie wir sind. Ja, provokante, das ist immer so ein bisschen schwierig. Ich bin, glaube ich, auch nicht so der provokante Typ. Also, aber vielleicht kommt das noch mit Medienwirksamkeit und so, Social Media und Co. Wir sind halt einfach authentisch, wir sind einfach echt. Du bist der Markus, ich bin der Stefan. Wie geht's dir denn grundsätzlich so? Ich bin die Woche ein bisschen müde. Ich bin immer zu spät ins Bett gekommen, die Kinder quäken rum und so irgendwie eine unglaublich müde Woche. Und ich habe wieder angefangen, auf so einem Ergometer zu sitzen und ein bisschen Sport zu machen. Das macht mich noch müde. Ja, dann hör auf damit. Ja, dann werde ich aber fett. Ja, meine Woche war auch nicht so schön. Ich war krank und ich bin immer noch krank. Also man hört vielleicht auch ein bisschen in meiner Stimme. Aber was soll man machen? Man kann ja nicht irgendwie über Monate lang krankgeschrieben sein. Bei dem Schnupfen oder einer Erkältung. Ja, gehen tut das schon. Aber irgendwann hört halt dann, ja, hört die Bezahlung auf. Aber wir reden ja nicht über Krankheit heute, obwohl vielleicht würden manche es sogar so sehen. Wir haben uns ein Thema ausgesucht heute, das bei vielen bekannt ist und bei manchen ist es vielleicht noch gar nicht so bekannt. Ja, Dekonstruktion des Glaubens. Dekonstruktion und Rekonstruktion des Glaubens. Was verbirgt sich dahinter, Markus? Kannst du das mal so ein bisschen aufschlüsseln, was verbirgt sich hinter dem Wort Dekonstruktion, Rekonstruktion? Ja, das ist jetzt gar nicht so einfach und so schnell gemacht, weil, also, da kann man jetzt relativ viel erzählen. Also, wie es oft verstanden wird, habe ich den Eindruck, was ich jetzt so mitbekommen habe, so auf Podcast-Ebene oder irgendwo im Netz, so, dass Dekonstruktion irgendwie das ist, dass Leute ihren Glauben hinterfragen und dann in kleine Dosen packen und aufgeben. Also das ist so das ganz grobe Verständnis, was oft rüberkommt. Wenn du das Dekonstruieren anfängst, dann ist alles vorbei. Wobei ich das finde ich relativ unscharf. Also weil ja für mich, das wäre Dekonversion oder Apostasie, um so das Fachwort da irgendwie rauszuhauen, dass jemand halt vom Glauben abfällt. Und dann hast du das weite Feld bei Dekonstruktion, so die Postmoderne, irgendwelche Philosophen wie Derrida und sowas und Sprachphilosophie und dass man Sachen irgendwie dann neu fasst und sich in Dinge nicht mehr so sicher ist und so. Und dass man halt, Bekanntes oder das, was man schon immer geglaubt hat, halt nochmal neu durchdenkt und überdenkt und dann zum neuen Ergebnis kommt. Also das würde ich viel lieber als den Bereich der Dekonstruktion sehen. Das wird dem Begriff auch irgendwie, kommt ihm viel näher. Also es ist irgendwie für mich ganz komisch, dass Dekonstruktion heute oft bei vielen Leuten bedeutet, dass du dann deinen Glauben abgibst, sondern für mich wäre das zu sagen, ja, du hast Überzeugungen oder Themen oder Sachen in deinem Glauben, die
ja, die du schon immer mit dir trägst, die du einfach irgendwie immer geglaubt hast und plötzlich bemerkst du, das passt nicht mehr so und fängst dann an, die zu überdenken. Und um das zu machen, zerlegt man halt das mal in Einzelteile und baut das dann hoffentlich danach wieder zusammen. Ne? Also das wäre so mein Gedanke bei Dekonstruktion. Das fände ich auch gut dabei. Also machen wir es mal praktisch. Kennst du Leute, die ihren Glauben dekonstruiert haben? Oder ich werde mal gleich mal ganz persönlich. Hast du selber das erlebt, dass du deinen Glauben ja dekonstruiert? Also ja, wenn man wirklich mal das Wort wörtlich nimmt, ich konstruiere nicht etwas, ich baue nicht etwas auf, sondern ich dekonstruiere. Ich baue etwas ab, aber im optimalsten Fall, ich baue es dann eben auch wieder zusammen und das ja Gerüst, was dann übrig oder wieder am Ende steht, das ist eben etwas anderes, was am Anfang da war, schaut ein bisschen anders aus, auch wenn vielleicht das Material, die Grundpfeiler doch die gleichen sind. Also kennst du Leute, die ihren Glauben hinterfragt haben, dekonstruiert haben und wieder neu zusammengebaut haben? Oder kennst du das von dir selber vielleicht sogar? Also, ja, ich kenne, also dekonstruiert, ja, kenne ich Leute. Wo ich jetzt schon wieder scheue, ist so den ganzen Glauben zu dekonstruieren. Ne? Ich glaube, dass es erstmal damit anfängt, dass man einzelne Felder anpackt und zerlegt und neu aufbaut. Und da würde ich auch sagen, ja, das habe ich, also diese Dekonstruktionsprozesse, die habe ich auch schon gemacht. Ich habe sie sicherlich nicht so genannt. Ich wusste das da gar nicht. Ne? Theologiestudium, spätestens wenn du da irgendwo aufschlägst, dann wirst du Felder deines Glaubens neu überdenken müssen, weil du plötzlich merkst, ja, das, was ich da im Kindergottesdienst gelernt habe, das war gut und schön, das hat auch gut getragen eine Zeit lang. Und ja, jetzt stellt man irgendwie fest, das muss man sich jetzt nochmal anders anschauen, weil man halt mit, ja, den weiten Feldern, was weiß ich, der biblischen Exegese konfrontiert ist und dann sagt so, ja, da muss ich jetzt neue Lösungen dafür finden. Und das finde ich super sinnvoll, dass man das im Glauben auch macht. Also ich sag mal so einfache Glaubensüberzeugungen, die man sich anfangs angeeignet hat, was auch für einen Staat sicherlich super gut ist und was es auch braucht, dass man die irgendwann ja in komplexere Antworten überführt. Also ich finde, das gehört für mich zum Glauben dazu, dass ich Sachen mir angucke und dann ja neu aufbauen, neu zusammenbasteln, also dass ich das weiterentwickle. Also wenn ich immer so bei meinem Kindergottesdienst Glauben bleibe oder bei dem, was ich in meinem ersten Jahr als Christ gelernt habe, ich glaube, dass das dann wenig Fundament auf Dauer ist. Also ich glaube, diese Prozesse, so Sachen zu überdenken und zu überlegen und das meinten dann das auch gerne Dekonstruktion nennen, weil es das in einem gewissen Sinn für mich auch dann ist, wenn man sich das anschaut, wie das definiert wird. Das braucht's für den Glauben, dass du aus dem, ja, ich trinke Milch und schlabber nur rum, dann zu fester Nahrung kommt und das Glaube auch stabil wird und auch in Krisensituationen damit gut mit Krise umgehen kann. Oder sich in Krisensituationen vielleicht einfach auch verändert, ne? Also ein Stück weit ist es ja wahrscheinlich auch ganz normal, dass sich Glaube über die Zeit verändert. Vielleicht wäre es sogar ziemlich schlimm, wenn Glaube sich über die Zeit nicht verändern würde. Einfach weil man neue Erfahrungen im Leben macht, weil man schöne Erfahrungen im Leben macht, aber vielleicht auch nicht so schöne Erfahrungen im Leben macht. Dass man neue Aha-Erlebnisse macht oder hat, egal ob die eben verstandesmäßig sind, also kognitiver Natur oder ob die wirklich etwas, was mit meinen Emotionen oder mit meinem Sein zu tun haben. Und klar, da ist Glaube auch immer wieder im Wandel. Wir lernen uns selber ganz neu kennen. Wir lernen vielleicht auch Gott und die Bibel ganz neu kennen. Also für mich war das schon so. Also ich würde, wenn ich die Frage, die ich dir gestellt habe, mir selber fragen oder stellen würde, dann würde ich sagen, ja, ich habe bestimmt meinen Glauben auch dekonstruiert und rekonstruiert, also immer wieder. Und du hast das Theologiestudium genannt, das war bei mir sehr, sehr ähnlich. Und für mich war aber auch noch Thailand ein großer Grund. Also wir waren ja 10 Jahre in Thailand als Missionare und
klar, da liest du die Bibel dann auch nochmal mit ganz anderen Augen, ne? Also du liest es vielleicht einfach aus den Augen einer thailändischen Kultur, weil du die ganze Zeit dich in einer thailändischen Kultur befindest. Du überlegst dir, wie kannst du biblische Texte übersetzen, sage ich mal, für die Menschen in einer thailändischen Kultur, also sprich die Thailänder. Und da fällt dir erstmal auf, wie viel Kultur da in der Bibel drin ist und wie du vielleicht viele Dinge einfach auch kulturell erklären musst und vielleicht dann eben in einer anderen Kultur eben ganz anders erklären musst oder rüberbringen musst, damit die Leute das überhaupt verstehen. Also das hat für mich schon viel gemacht, diese Zeit im Ausland, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann die Bibel gar nicht so wortwörtlich irgendwie in allem nehmen, denn da steckt ganz viel Kultur drin, was für mich aber auch gar nicht schlimm war. Also für mich ist da keine Welt auseinandergebrochen und dass ich gesagt hätte irgendwie, oh nein, irgendwie die Bibel ist jetzt nicht wie der Koran zu lesen. Also der Koran, der ja eben sagt, das ist wirklich wortwörtlich inspiriertes Wort von Gott, so wie es da steht, es ist vom Engel Gabriel von Gott weitergegeben worden an Mohammed und jedes Wort ist da wortwörtlich von Gott diktiert. Ja, das habe ich früher vielleicht wirklich mal geglaubt, was die Bibel angeht. Und dann eben mit der Zeit, durch das Theologiestudium, aber auch durch die Zeit in Thailand, habe ich gemerkt, naja, du kannst die Bibel eigentlich gar nicht so lesen. Und da habe ich schon ein neues Bibelverständnis so bekommen. Aber es war nicht schmerzhaft für mich. Und man hört ja immer wieder von Menschen, die ihren Glauben dekonstruieren, vielleicht rekonstruieren wollen. Aber sie merken dann, das ist gar nicht so leicht. Für die ist es dann doch ein sehr, ja, schmerzhafter Prozess. Warum ist das so? Also ich würde bei diesen ganzen Dekonstruktionsprozessen, die es so gibt, also ich würde die eine Ebene immer halten wollen, also an sich für mich, ich würde es unter normalen Wachstum fassen, so dass du im Glauben Themen, Gebiete neu durchdenkst und ich denke, das machen wir alle miteinander ständig, weil wenn du in Gemeinde unterwegs bist oder dich mit Sachen konfrontierst oder die Gesellschaft verändert sich und dann wirst du merken, dass du an Themen irgendwas drehen musst und das ist ja auch so, wenn wir als Gemeinden und als Einzelpersonen dann immer bei unserem alten Stand stehen bleiben, dann verpassen wir irgendwann mal die Fühlung für alles, also dann werden wir irgendwie so ein sonderbares Objekt, also so wie die Amischen in den USA, wir koppeln uns völlig von dem ab, wie es weitergeht und leben dann in unserer Kommune aus dem Irgendwas-Zeitalter. Also. Aber das meine ich ja genau damit. Also ich glaube, für viele Leute, so erlebe ich das in Gesprächen mit jungen Leuten, aber gar nicht mal nur mit jungen Leuten, da ist das nicht so leicht, sondern die sagen halt, naja, aber mir wurde von Kindesbeinen an, von meiner Mama und Papa, wurde mir irgendwie was erklärt irgendwie. Das war für mich gegeben. Im Kindergottesdienst habe ich das so gehört, im Glaubensgrundkurs habe ich das so gehört, in meiner Gemeinde. So, und jetzt aber merke ich irgendwie, ich kann das ja gar nicht mehr so sehen. Warum auch immer, ne? Vielleicht irgendwie, weil ich irgendwelche Begegnungen habe, weil ich irgendwie angefangen habe, selber nachzudenken, weil ich vielleicht irgendwelchen logischen Schlüsse gar nicht mehr so logisch finde und dann fange ich an, mein ganzes Weltbild zu hinterfragen und ich denke mir irgendwie, das, was mir von Mama und Papa erzählt worden ist, was ich gehört habe in der Gemeinde irgendwie, stimmt das überhaupt so oder stimmt es nur in diesem Bereich nicht oder stimmt es in anderen Bereichen auch nicht? Und ich glaube, das ist schon für viele Leute schmerzhaft, oder? Also ich glaube gar nicht, dass das so leicht ist. Nee, ich glaube, den Prozess, das ist für mich so dieses, ich muss meinen eigenen Glauben entwickeln und mich von dem Glauben meiner Eltern oder das, was ich einfach übernommen habe, ich denke, das gehört so zu dem Bereich, dass ich das irgendwann mal auch für mich selber durchdenken und durchleben muss. Und wenn du in Gemeinde groß wirst, ist das, glaube ich, ein Prozess, der früher oder später immer kommt. Also
Das ist immer dann die Frage, wie stark und wie arg er halt kommt und wie viel Felder ich auf einmal ich dekonstruieren möchte. Und es gibt halt auch Leute, die dann sagen, na, ich fasse das gar nicht an. Ich bleib einfach bei dem und bin dann auch irgendwie glücklich. Aber ich denke, dass das heute auch gar nicht mehr so einfach möglich ist, zu sagen, na ja, das haben die Väter gelehrt, das habe ich von meinen Eltern mitgenommen, das haben wir schon immer so gesagt. Und dann bin ich auch weiterhin glücklich damit. Ich glaube, auch einer der großen Gründe, warum da ja gerade Jugendliche oder junge Erwachsene da viel mehr herausgefordert ist, dass du heute auch an Informationen über den Glauben rankommst. Da bist du früher nie rangekommen. Ich kann mich an meine Jugendkreiszeit erinnern, es ist schon lange her, ne? Da war für uns die theologische Offenbarung in diesem Kreis, dass wir eine Wuppertaler Studienbibel bekommen haben. Da waren wir die glücklichsten Menschen der Welt, weil wir plötzlich für uns hochwertige theologische Literatur am Start hatten. Das war damals auch der absolute Irrsinn, weil du hattest nirgendwo einen Kommentar in unserem Bereich. Es gab sowas nicht, dass du auf sowas zugreifen konntest. Da war das Bibellexikon schon, das war die absolute Informationsquelle. Und dann hast du diesen Kommentar gekriegt. Und heute, wenn du im Internet, du kriegst zu jedem Thema was, das ist überhaupt kein Problem. Also, und Social Media ist auch voll damit. Also wenn du da mal dich auf die Suche machst und wenn du Englisch kannst, dann eh noch viel, viel mehr. Du findest Infos zu Bereichen. Da gibt's Sachen, die habe ich noch nicht mal in meinem Theologiestudium gehört. Die werden dann auf irgendeinem Social Media Kanal verarbeitet. Also und das stellt natürlich dann viel mehr Fragen. Also du findest viel mehr Info und stellst dann plötzlich fest, ja, das, was wir immer schon gesagt haben, ist gar nicht so klar, wie mir das alle erklärt haben. Und das erzeugt dann natürlich irgendwie, das erzeugt eine große Reibung dann beim Menschen. Also so eine Dissonanz auch in dem Ganzen. Ne? Du stellst fest, ich bin jetzt 20 Jahre in Gemeinde unterwegs und es ist immer gesagt worden, das ist alles klar wie Kloßbrühe, da musst du auch nicht drüber nachdenken, die Bibel sagt. Und dann triffst du auf die Infos, die du überall im Netz abrufen kannst und stellst dann so fest, ja, so klar wie Kloßbrühe, wie mir das immer, und ist das gar nicht. Und dann entsteht natürlich, glaube ich, da entsteht viel Reibung an der Stelle. Also wir sind ja gerade eigentlich bei der Frage, wie passiert das denn? Also wie entsteht denn bei einem Menschen so ein Prozess der Dekonstruktion? Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann sagst du, naja, es ist einfach, wir leben in einer Welt, wo mir viele Infos leicht zugänglich sind und das, was ich bisher immer wieder gehört habe in meiner Familie, in meiner Gemeinde etc., das wird doch andere Lehren, auch christliche Lehren, auch hinterfragt, ob das wirklich so nur so gesehen werden kann, wie es eben mir beigebracht worden ist. Also das glaube ich schon auch, das kann ein Grund sein, warum man seinen Glauben dekonstruiert. Also ich würde sagen, das würde ich so ein bisschen den kognitiven Grund nennen. Aber ich glaube, manchmal sind es auch andere Gründe oder andere Auslöser. Also ich habe ja wirklich viel Kontakt mit Menschen, die ihren Glauben ja dekonstruieren, junge Leute, aber auch gar nicht so junge Leute. In München und Umgebung, Freunde von früher etc., Bekannte von früher etc. Und manchmal sind es auch ganz andere Auslöser und gar nicht so ganz selten ist so ein Auslöser gar nichts Kognitives, sondern was sehr Emotionales. Also, dass man vielleicht in der Gemeinde ist und nehmen wir mal ein Beispiel, was mir jemand mal gesagt hat. Ist man in der Gemeinde und man war früher ein riesiger Worship-Fan, ein Lobpreis-Fan. Und man hat gehört, eben im Lobpreis, da begegnet dir Gott irgendwie. Da ist Gott dir ganz nahe und irgendwann mal, da stellt man sich aber die Frage, ist das denn wirklich so? Ich merke doch, durch eine bestimmte emotionalisierte Atmosphäre, oder man könnte vielleicht sogar sagen, manipulative Atmosphäre, die dort geschaffen wird durch Musik, durch eine gewisse Stimmung. Da werden meine Gefühle angesprochen und das ist dann gar nicht mehr so göttlich auf einmal, sondern das ist total psychologisch erklärbar. Und
das, wo ich bisher immer meinte, das ist irgendwie Gott, der mir da begegnet, na, das ist eigentlich was total nachvollziehbares, etwas psychologisch nachvollziehbares. Und ich kann es vielleicht sogar steuern. Wenn ich im Worship-Team bin und ich bete auf eine besondere Art und Weise, ich spiele die Musik auf eine besondere Art und Weise, ja, da kann ich sogar Menschen manipulieren. Also das habe ich auch schon gehört. Na, da würde ich sagen, das ist jetzt in erster Linie nicht so kognitiv, sondern die Erfahrung so, irgendwie, das passt irgendwie gar nicht. So, das, was ich gelehrt bekommen habe und irgendwie das, wie ich das erlebe, irgendwie, das passt gar nicht mehr so zusammen. Was anderes, was ich ganz oft höre, was so ein Auslöser für ja Dekonstruktion ist, ist ja Verletzung. Also vielleicht Verletzung von anderen Christen. Also dass andere Christen vielleicht einfach wirklich sehr hart sind, unsensibel sind, schwarz-weiß sind, man würde vielleicht manchmal auch sagen, gesetzlich sind, und dann fragt man sich irgendwie, und gerade die Leute, die eigentlich die liebevollsten Menschen der Welt sind, es sein sollten, die sind's aber irgendwie überhaupt nicht. Wie passt denn das irgendwie so zusammen irgendwie? Und manchmal sind's nicht nur Menschen irgendwie, sondern da ist es vielleicht auch Gott, von dem ich mich verletzt fühle. Ja, ich bin krank, ich habe eine chronische Krankheit und in der Bibel steht ja irgendwie, bete und glaube und wenn du nur glaubst, dann können Berge versetzt werden und ja, und ich bete und ich bete und ich bete und es passiert einfach nichts und nichts passiert und ich bleibe krank und dann ist es auch so eine Erfahrung, die ich habe, die zu einer Enttäuschung führt, eine Enttäuschung von Gott, ja manchmal vielleicht auch eine Enttäuschung von Menschen, wenn die Menschen mir sagen eben, ja bete nur genug, glaube nur genug und dann wird es passieren. Und dann bin ich enttäuscht und dann stelle ich mir Fragen und denke mir, ja, stimmt das überhaupt alles so, irgendwie was in der Bibel steht oder was mir in der Gemeinde beigebracht worden ist. Und dann beginnt eben schon so dieser kognitive Prozess dann, ne? Aber der Auslöser ist erstmal was Emotionales, ja, würde ich sagen. Ja, also ich glaube, dass die Prozesse, das, was du sagst, dass das halt viele Faktoren haben kann, also die, ja, was Intellektuelles, dann so eine Emotionsschiene oder die Erfahrungen, die ich in Gemeinde gemacht habe. Und wir haben ja auch, ich meine, das ganze Feld von Machtmissbrauch, geistlicher Missbrauch in Gemeinde, ja, da fliegen, also das ist auch was Menschen unglaublich verletzt und diese Verletzungen halt dann auch dazu führen, dass man über das, was man immer in Gemeinde gehört hat, halt da dann sein Fragezeichen dran setzt, also. Also ich denke, das hat ein ganzes, also es hat ein ganzes Set an Gründen, warum Menschen an, oder ja, das, was ich vorhin gesagt habe, mit Leuten, die in Gemeinde groß werden, wo es irgendwann mal der Punkt kommen muss in meinen Augen, dass ich das, was ich sozusagen übernommen habe, auch nochmal für mich, ich sag's mal, validiere oder für mich festmache, wo ich sagen kann, ja, das glaube ich jetzt auch wirklich so. Ich bin nicht nur ja die Kopie meiner Eltern oder die Kopie meines Gemeindeleiters oder so. Also ich denke, mein Ding ist, also meine Überlegung dabei ist immer, ich fände halt ja Dekonstruktion, ne, dass das auch immer in Richtung dann, ja, ich baue wieder was auf oder ich kriege die Bausteine wieder zusammen, wenn ich so ein Feld zerlegt habe in meinem Glauben. Das wäre für mich so ein ganz wichtiger Punkt und ich finde diese Dekonstruktionsprozesse an sich erstmal super wertvoll, weil sie eine Möglichkeit sind, mit dem, was mir in meinem Glauben begegnet ist oder was ich an Problemen und Schwierigkeiten habe, damit umzugehen und dann daraus auch wieder Neues aufzubauen. Und ich deswegen, wenn es auch in Debatte immer irgendwo rauskommt, ja, Dekonstruktion und alle Leute kriegen dann immer die Panik, ja, da dekonstruiert jemand, jetzt geht alles den Bach hinunter. Das hat ja auch eine ganz große Chance, dass Menschen ein viel festeres und tieferes Fundament kriegen. Und ich finde, man muss das ganz deutlich von dem ganzen Feld der Dekonversion abgrenzen. Also das, natürlich kann eine Dekonstruktion ja in die Dekonversion, dass du danach sagst, ja, ich habe mit dem Glauben überhaupt nichts mehr am Hut. Und ich sag, die USA ist da zum Teil ist da ein ganz großes Beispiel, wo Leute im Moment ja, da wird das alles unter dem Feld Dekonstruktion gefasst, dann komplett ihren Glauben aufgeben. Aber ich würde das gern immer, also ich würde da immer eine Trennung drin halten. Also ne, Dekonstruktion ist erstmal, ich schaue mir Sachen im Glauben an und zerlege das.
Und natürlich, wenn ich das ist wie mit dem, ich zerlege manchmal gern Sachen und wenn ich die dann zu arg zerlegt habe und mir nicht gemerkt habe, wie ich sie zusammenbauen muss, dann habe ich ein Problem. Und wenn du es mal zu viel zerlegt hast, kriegst du es vielleicht auch nie wieder zusammen. Also das ist natürlich, das ist das Risiko dabei, dass es dann halt in der Dekonversion endet. Aber ich würde das immer auseinanderhalten wollen und dann auch nicht so, auch nicht mit so einer Grundpanik an dieses Thema rangehen, dass die ich zum Teil, wenn dieses Wort fällt, erlebe, dass Leute sagen, oh, da gibt es einen Dekonversionsprozess von jemandem, jetzt ist eigentlich vorbei. Also wenn ich dich so richtig verstehe, und das finde ich jetzt einen ganz spannenden Gedanken, dann würde ich das so zusammenfassen, dass Dekonstruktion ein Stück weit ja auch etwas, was Normales ist. Also du hast vorher das erzählt, ne, irgendwie vom Kinderglauben bis hin zum Teenie-Glauben und dann irgendwann mal, ja, muss ich meinen eigenen Glauben finden und gar nicht mehr den Glauben der Eltern oder der Gemeinde, sondern ich muss meinen eigenen Glauben finden, dass das eigentlich bei uns allen irgendwie der Fall war und der Fall immer noch so ist. Also daher ist Dekonstruktion etwas ganz Normales. Und das ich würde das in weiten Teilen unter ganz normale, also unter normale Prozesse fassen oder die es eigentlich brauchten. Wir haben jetzt halt dafür einen Namen gefunden oder es wird halt deutlicher mit diesem Wort. Und das andere Feld, was ich dann sehe, ist halt der ganze Bereich von Zweifel, den es auch schon immer im Glauben gab. Also seit Anbeginn des Glaubens zweifeln Menschen. Und das sind normale Prozesse, die vielleicht nicht unbedingt schön sein müssen. Ne? Ja. Das ist keine Frage, aber ich würde da ein bisschen die Scheu davor abbauen und zu sagen, dass das ist jetzt alles, wenn du damit anfängst, dann ist alles vorbei. Also. Ja, das stimmt. Ne? Also ich erlebe das ganz genauso wie du, dass eben gerade in der christlich-evangelikalen Szene einfach Dekonstruktion als irgendwie was total Teuflisches und Schlimmes. Und wenn du anfängst, dir Fragen zu stellen über deinen Glauben, deinen Ursprungsglauben, dann bist du eigentlich schon abgefallen. Aber jetzt mal ganz konkret die Frage. So, ich bin jetzt jemand, der am Dekonstruieren ist meines Glaubens, was auch immer der Auslöser ist, ne? Ob das jetzt was Kognitives ist, ob es eine Erfahrung ist. Du hast es vorher gesagt, ne, wenn du etwas auseinanderbaust, ja, dann besteht die Gefahr, dass du es eben nicht mehr zusammenkriegst und ja, am Schluss ist es halt total kaputt und du musst es wegschmeißen. Aber was hilft mir denn dann, meinen Glauben wieder zusammenzukriegen, auch wenn der Glauben vielleicht danach irgendwie anders aussieht? Also was kann eine Hilfe für mich sein? Also ich finde es ganz wichtig, dass zum Beispiel in Gemeinden es einfach einen offenen Raum dafür gibt, also dass du an der Stelle deine Fragen äußern kannst, deine Zweifel, deine Anfragen bringen kannst und jetzt nicht nur auf dem intellektuellen Feld, sondern auch, wenn es zu Verletzungen gekommen ist, dass das gesagt werden darf, dass das irgendwo raus kann, dass es Leute gibt, die dazuhören, die das auch nicht sofort irgendwie wieder versuchen einzunorden und zu sagen, nee, das darf jetzt hier aber nicht sein, das formulieren wir hier gar nicht, weil dann werden alle madig hier und dann haben wir Probleme, sondern dass es einen Bereich gibt, wo Menschen sich einfach ganz locker und frei da äußern dürfen und ihnen zugehört wird und wo nicht sofort auch dann wieder, ich sag mal, die Antwort der Väter kommt oder das, was die Person dann schon ihr Leben lang oder ihren Glauben lang gehört haben, dann wieder sofort aufs Brot geschmiert bekommen und so, ja, das musst du aber so glauben, sondern das auch einfach mal stehen lassen können und mal auch mal Spannung aushalten. Ich weiß, das ist manchmal unangenehm im Glauben. Ich verstehe das schon auch, wenn da jemand dann Sachen in einem größeren Rahmen irgendwo hinterfragt und deine Tradition auch in Gemeinde hinterfragt und das, was du lieb gewonnen hast. Aber ich glaube, es braucht diese Räume des Aushaltens, wo man mal Leuten zuhört. Das fände ich ganz wichtig. Ja, zuhört und ernst nimmt. Ne? Es ist ja auch, also es ist ja tatsächlich auch nicht alles blöd, was man hinterfragt. Also das sind ja sehr, sehr, sehr schlaue Fragen, die man oft stellt. Und für manche Gemeinden, für manche Pastoren, für manche Gemeindeleitungen vielleicht auch sehr unangenehme Fragen manchmal. Daher will man das vielleicht manchmal so abtun und sagen, nee, das hat keinen Platz und letztendlich musst du das halt einfach so glauben oder annehmen, friss oder stirb. Es ist schon auch immer so ein gewisser Angriff natürlich. Zumindest kann man das so deuten.
als Pastor, als Gemeindeleute, oder hinterfragt jetzt jemand meine Lehre? Oder da hinterfragt jemand meine Predigt? Oder es hinterfragt jemand vielleicht, wie heißt das ganz oft in der Gemeinde, da gibt es so eine Mitgliedersatzung oder sowas. Da wird jetzt etwas hinterfragt, ne? Und das ist erstmal unangenehm. Aber vielleicht sollte man den Leuten dann wirklich zuhören, und es hilft dann auch der Gemeinde einfach selber nochmal genauer drüber nachzudenken. Ja, warum lernen wir das denn so? Warum haben wir das denn so aufgeschrieben? Also das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Ich frage mich dann ganz oft, was ist, wenn ich bin jetzt so jemand, der am Dekonstruieren ist, meines Glaubens, und ich habe es dann wirklich geschafft, ne, mit Gottes Gnade, mit Gottes Hilfe, sag ich mal, dass ich meinen Glauben nicht verliere. Aber mein Glaube schaut irgendwie total anders aus. Ich habe vielleicht mit so manchen Glaubenssätzen, die in meiner Gemeinde irgendwie vorhanden sind, vorherrschend sind, habe ich meine Probleme und ich sehe es einfach total anders. Also ich bleib an Jesus dran, ich finde Jesus toll. Ich glaube so alles, was mit Jesus zusammenhängt, aber vielleicht in manchen ethischen Fragen. Da habe ich auf einmal eine ganz andere Sicht so als die Gesamtgemeinde oder der Großteil der Gemeinde. Kann ich dann überhaupt da noch bestehen? Kann ich da eigentlich noch bleiben in meiner alten Gemeinde oder muss ich dann gehen? Oder ja, wie siehst du das? Ah ja, das würde ich immer, das ist dann sehr individuell zu betrachten und wie eine Gemeinde, welche Offenheit in der Gemeinde auch vorhanden ist. Also mein Ziel ist es ja, mein Wunsch, es ist kein Ziel, weil ich das nicht irgendwie an Punkten festmachen kann, dass man in Gemeinde an sich eine große Weite besitzt und in die Mitte auf Jesus, auf Christus blickt und da hinschaut und dann sich nicht über die Randbereiche, die wir in Gemeinde oft haben, daraus jetzt die großen Bekenntnisfragen macht. Also, und dann hast du natürlich in Gemeinde auch, dann hast du damit in meinen Augen Platz für Menschen, die auch Dinge an mancher Stelle anders denken. Wenn denn natürlich, wenn eine Gemeinde versucht, alles auf ein Ding, also auf sozusagen eine Linie zu kriegen, und das muss dann so sein und das kann nur so funktionieren, dass du in, ich sag mal jetzt in dogmatischen Fragen oder in ethischen Fragen oder meinetwegen auch in dem, wie Gemeinde organisiert ist, dass du da sozusagen der Gemeindeleitung oder dem Pastor immer zu 100% folgen musst. Das ist natürlich, dann wirst du solche Menschen, die an der Stelle dann Dinge hinterfragen oder da zu neuen Überzeugungen gekommen sind, die wirst du verlieren und dann kannst du solchen Menschen auch nur sagen, ja, vielleicht ist es auch Zeit weiterzuziehen, also um eine andere Gemeinde zu suchen. Ich bin da überhaupt kein Freund davon. Ich favorisiere ganz arg dieses in der Ortsgemeinde bleiben und vor Ort bei den Menschen und den Beziehungsbezügen zu bleiben und da unterwegs zu sein. Aber wenn es da keine Luft mehr zum Atmen gibt und du sagen musst, das macht mir das Leben schwer, dann hilft manchmal, also in meinen Augen, nur die Trennung. Also wobei ich das natürlich, ja, das ist für mich halt die schlechteste Option. Ne? Aber manchmal ein Gemeindesystem zu verändern, ist natürlich für eine einzelne Person eine unglaublich schwierige Aufgabe. Da wird man manchmal die Kapitulation aussprechen müssen und sagen, nee, das schaffe ich hier nicht und ich muss woanders hin, weil es mir in meinem Glauben, aber auch in meiner Person einfach nicht gut tut. Also mein Wunsch wäre da, eine Gemeinde eine Weite zu haben und auch zu sagen, ja, das ist jetzt so ein Nebenbereich oder da machen wir jetzt keine Bekenntnisfrage draus. Also. Du hast jetzt gesagt, was ich wirklich sehr gut finde und sehr erstrebenswert finde, dass in der Gemeinde eine gewisse Offenheit einfach dafür da ist, auch kritische Fragen zuzulassen, Menschen, die gerade am Dekonstruieren sind, zu begleiten, nicht nur in einem Gespräch, sondern vielleicht an die Hand zu nehmen, einfach regelmäßig mit den Leuten zu reden, vielleicht auch mit total offenem Ausgang. Die Menschen, ja, das finde ich super, unglaublich wichtig, das mit dem offenen Ausgang, also dass du nicht in die Gespräche reingehst und sagst, die Person müssen wir jetzt wieder auf Linie kriegen. Das ist, glaube ich, das ist super abträglich.
Jetzt weiß ich von einem Fall, da will ich mal deine Meinung wissen, von einem Fall, da hat eine Gemeinde das so gemacht. Also die hat jemand, der gerade begonnen hat, seinen Glauben, seinen Ursprungsglauben, so nenne ich es mal, seinen familiären Glauben, dem ihm mitgegeben worden ist in der Familie, zu hinterfragen, was war der Auslöser da. Man muss schon ganz ehrlich sein, das war ein kognitiver Auslöser, nämlich das Hören von so manchen Podcasts, wie zum Beispiel Worthaus, ist ja ganz bekannt, Hossa Talk, ganz bekannt. Und ja, dieser junge Mann, der hat gesagt, irgendwie, das ist eigentlich gar nicht so ganz dumm, was da in diesem Podcast gesagt wird. Und er hat begonnen, einfach so manche Dinge zu hinterfragen. Und er ist da auch ehrlich damit umgegangen, ist mit seinem Jugendleiter ins Gespräch gekommen. Und der hat ihn auch ernst genommen. Sein Rat war dann aber, wenn das deinen Ursprungsglauben in Frage stellt und dich so ein bisschen wirre macht, das, was du da anhörst, dann hör auf, diese Podcasts anzuhören. Beschäftige dich mit dem, was deinen alten Glauben bestätigt. Also lies Bücher, die deinen alten Glauben bestätigen. Und du merkst doch, dass dich das wirre macht. Was du da hörst bei Worthaus irgendwie, ist alles liberale Uni-Theologie, die historisch-kritische Methode, das macht dich wirre, du hast viele Fragen, das bringt dich nicht weiter, das macht dich auch nicht zu einem besseren Menschen oder einem besseren Christen, nee, sondern Zweifel entstehen, eine gewisse Uneinheit entsteht dort im Jugendkreis oder jungen Erwachsenenkreis dadurch, weil du auf einmal Fragen stellst und es tut vielleicht anderen auch nicht gut, wenn du ganz öffentlich diese Fragen stellst oder Anmerkungen machst, die du da von diesem Podcast hast und du merkst, dass das tut dir nicht gut und es tut anderen nicht gut. Mein Rat an dich ist, hör auf, diese Podcasts zu hören, beschäftige dich mit dem, was deinen, ich nenne es mal, ja, Ursprungsfamilienglauben bestätigt und da gibt es ja auch gute Podcasts und da gibt es ja auch gute Bücher und die machen dich nicht wirre, sondern die bestätigen dich in dem, was du glaubst. Was sagst du da zu diesem Rat? Also ist ja eigentlich ganz ist doch eigentlich ein ganz schöner Rat, weil dann muss man sich doch gar nicht so mit vielen anderen Themen, kritischen Themen auseinandersetzen, oder? Doch der leichte Weg. Ja, könnte klappen, ne? Also ich bin da skeptisch, aber also für manch einen ist das vielleicht auch, könnte das eine Lösung sein, ja, zu sagen, das macht mich jetzt total wirr, ich habe jetzt viel zu viel Information abbekommen, ich muss das erstmal runterfahren und erstmal in ruhigeres Fahrwasser kommen, könnte eine Lösung sein. Ich glaube halt, am Ende ist es so, wenn gewisse Fragen im Raum stehen oder wenn du die Sache aufgemacht hast und diese Fragen sind da, kriegst du die nicht mehr mit den Antworten unterbunden, die sie hinterfragen. Ja. Also, dann hast du einen Prozess gestartet, dann kannst du jetzt 100-mal die alten Antworten anhören oder das, was dir bekannt vorkommt, das ist ja das, ja, was gerade hinterfragt wird. Und dann musst du irgendwo konstruktiv an der Stelle weiterkommen. Also dann musst du da Lösungen finden, die nicht ins Alte zurückgehen, sondern wo du Neues aufmachst, also wo du rekonstruierst, also wo du sagst, ich krieg da ein neues Fundament und jetzt ist natürlich, du kannst dich jetzt natürlich auch, also man muss dann natürlich auch sagen, wo hole ich mir Material her, mit wem rede ich? Das ist natürlich auch das ist leider das Schwierige oder das ist die Kunst auch daran, dann auch Sachen zu finden, die einem da, ich sag mal jetzt positive Lösungen auch bieten. Ja, wenn auf einer intellektuellen Ebene, ich meine, da kannst du ja super kritische Sachen anhören, ja. Also ich fand in den USA ist mir das Beispiel, was dann viele machen, ist Bart Ehrman zu hören. Der hinterfragt wirklich dann alles, was du irgendwie glauben kannst. Und wenn du dir dann da natürlich ganz viel Dosis abholst, dann hast du unglaublich viele Prozesse am Start, wo du Dinge hinterfragst. Und dann stellt sich die Frage, gibt's nicht auch irgendwelche Leute, die zum Beispiel was Bibelauslegung angeht, nicht nur, ja, ich sag jetzt mal, super kritische Modelle liefern, sondern auch, da gibt's auch konstruktive Sachen, also mit denen man auch gut leben und arbeiten kann und die auch sinnvoll sind. Also Theologie ist ja eh ein breites Feld. Also
Also könnte man vielleicht sagen, dass es sowas, also ich sag mal ein blödes Wort, ne? Aber wenn es so etwas wie Selbsthilfegruppen geben würde, also wo wirklich Menschen drin sind, die in einem geschützten Raum ganz ehrlich einfach ihre Zweifel äußern dürfen, wo man dann gemeinsam ins Gespräch kommt. Vielleicht hat jemand anders, der in der Gruppe ist, da für sich schon eine Lösung gefunden zu der einen oder anderen Frage, die ich selber habe. Vielleicht ist der schon einen Schritt weiter in der De- und Rekonstruktion. Vielleicht wäre es gut, wenn es solche Gruppen geben würde, oder? Gibt's solche Gruppen? Gibt's bestimmt, aber also ich weiß zum Beispiel im Rahmen von Hossa Talk, also diesem großen Podcast, da gibt's ja auch ein Forum online, da gibt's auch eine App dazu und da vernetzen sich manche ja Hossa Talk Hörer und treffen sich und tauschen sich aus über ja natürlich, was da über Hossa Talk geredet worden ist, aber auch was das mit mir macht und mit meinem Glauben macht oder vielleicht schon lange gemacht hat. Und ich weiß auch von, es gibt auch Gruppen wie Freikirchen-Aussteigergruppen auf Instagram, auf Facebook, auf Discord, auch verschiedene Foren, wo man sich darüber austauscht, einfach was man erfahren hat und auch mit einem gewissen offenen Ausgang. Also klar, wenn ich neue Formen finden möchte, meinen christlichen Glauben auszulegen, leben, so, dass man da einfach miteinander auf dem Weg, auf der Reise ist. Ne? Also es gibt sowas schon, aber ich glaube, es gibt's auch zu wenig oder vielleicht ist es auch nicht bekannt genug, dass es sowas gibt. Also gerade, also was ich ganz oft ein Problem finde bei solchen Gruppen, ist, dass eine Gefahr besteht, dass solche Gruppen zu Lästergruppen mutieren. Also, in der Gemeinde, da wurde das gelehrt und das ist ja total menschenverachtend und total schwarz-weiß und lieblos und was ich da an Manipulation erfahren habe von dem Pastor oder an geistlichem Missbrauch oder vielleicht sogar Missbrauch ja anderer Art, was ja vielleicht sogar noch schlimmer ist, was ich da erfahren habe, irgendwie ganz, ganz schlimm. Und dass man an solchen Gruppen, aber das ist dann eine Lästergruppe, ne? Irgendwie, die sind alle blöd, diese ganzen Christen, die evangelikalen Christen. Und dann trifft man sich einen Monat später oder eine Woche später wieder und dann, habe ich wieder das gelesen in der Zeitung, habe ich eine Reportage gesehen auf YouTube, diese ganzen schlimmen evangelikalen Christen, die sind ja alle scheiße. Und dann treffe ich mich wieder eine Woche später, einen Monat später, da habe ich jetzt das gehört. Und also, weißt du, wie ich meine? So eine Lästergruppe. Und ich glaube, dieses Lästern und Schimpfen, das hat seine Berechtigung. Also ich glaube, einfach seinen Frust rauszulassen. Aber ich glaube, ich komme dadurch auch nicht weiter. Also wenn ich immer da stehen bleibe und immer nur mich auskotze, wie schlimm denn alles in Gemeinde ist, und ja, da ist ja wirklich einiges schlimm, will ich ja auch gar nicht verharmlosen, aber wenn ich nicht halt mich frage, okay, und was, also das ist so der Dekonstruktionsweg, aber wie komme ich auf den Rekonstruktionsweg? Und da würde ich mir einfach wirklich auch Gruppen wünschen, die, oder vielleicht Coaches, oder ich weiß es nicht, ne? Vielleicht kannst du ja so jemand sein, Markus. Vielleicht bin ich so jemand, der Menschen an die Hand nimmt, wirklich auf einen Rekonstruktionsprozess des Glaubens. Also, wenn denn irgendwie eine gewisse Form in meiner alten Gemeinde, oder wenn vielleicht irgendwie eine Glaubenslehre in meiner alten Gemeinde oder Ursprungsfamilie aus verschiedenen Gründen einfach nicht mehr passt, das kann ich nicht mehr so sehen irgendwie. Ja, aber wie kann ich dann doch irgendwie mit Jesus, mit Gott irgendwie doch irgendwie Glauben leben? Und ich weiß vielleicht noch gar nicht, wie das dann aussehen kann, aber ich mache mich auf den Weg, vielleicht auch unter eben ja Begleitung, Anleitung einer Gruppe oder eines Coaches oder wie auch immer, ne, eines Mentors oder wie du so willst. Also ich finde es ganz wichtig, dass dieser Rekonstruktionsprozess einfach auch beachtet wird und dass eben es nicht nur so ein bei einem Lästern und Schimpfen bleibt. Aber nochmal gesagt, also ich glaube schon, dass das seine Berechtigung hat, ne? Aber
wenn man da immer stehen bleibt in diesem, ja, in diesem Strudel des Schimpfens, dann kommst du ja auch nicht weiter. Das kann es ja auch nicht sein. Also, das kann mir auf andere Bereiche des Lebens auch übertragen. Wenn ich immer nur schimpfe irgendwie, dann auf meine Ex-Freundin irgendwie, wie schlimm die ist und alle Frauen und so, ja, dann bin ich auch nicht offen irgendwie für eine neue Frau irgendwie. Also, das kann es ja nicht sein. Ja, also, ich finde es sinnig, wenn es Gruppen oder irgendwie Möglichkeiten gibt, ich meine jetzt positiv an Themen zu arbeiten, also auch da vorwärts zu kommen oder sich da auch ja das Ziel zu haben, das auch da miteinander zu formulieren. Auf Dauer wollen wir ja unserem Glauben mehr Fundament geben oder mehr, also da unterfüttern oder ja, gute Antworten finden, die im Glauben tragen. Und ich finde, man muss sich auch, wenn man mit Dekonstruktion anfängt, sich auch ganz ehrlich die Frage stellen, wohin will ich damit? Also ich habe schon auch manchmal den Eindruck, dass es für manch einen einfach auch die Möglichkeit ist, über so einen längeren Prozess halt dann die Möglichkeit zu haben, aus dem Glauben auszusteigen. Das finde ich auch völlig in Ordnung, wenn Leute sagen, bin jetzt da so verbrannt und so geschädigt davon, dass ich damit aufhören möchte. Dann sollte man das aber auch so für sich auch irgendwie, also das formulieren oder irgendwann mal in den Blick kriegen. Ne? Mir geht's jetzt nicht darum, mein Glauben, also das, was ich zerlege, wieder zusammenzubauen, sondern eigentlich will das auch zerlegen und damit dann auch einen Haken dran setzen. Und das auch ein bisschen voneinander, also zu versuchen, so diese Dinge voneinander zu trennen. Also auch Leuten, das im Positiven auch vorwärts zu kriegen und das, wie du gesagt hast, jetzt nicht nur indem wir zerlegen alles und haben danach und schimpfen darüber und alles ist schlimm und am Ende bleibt nichts übrig. Also das ist mir dann auch zu, mir persönlich ist das zu negativ da. Und es gibt auch so Dekonstruktionsanfragen an mancher Stelle, da stehe ich als Theologe dann auch da und sag so, ja, kann man natürlich jetzt drüber diskutieren und kann man auch mal seine Zweifel dran äußern, keine Frage. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie die Trinität über Bord schmeißen möchtest, also und sagst so, ja, das kann ich einfach, ich verstehe das, wenn Leute sagen, das überfordert mich gerade und ich hinterfrage das eine Zeit lang. Aber an der Stelle bist du halt auf dem Punkt, da entweder kommst du irgendwann mal, ich sag mal, in den Bereich wieder, wo du sagst, ich habe jetzt mich da weiterentwickelt und sehe Trinität auf einem anderen, ich sag mal, auf einem anderen Standard oder verstehe das neu. Aber wenn du es komplett abstößt und sagst, nee, Trinität, das gibt's nicht, das kann ich auch nicht glauben, das existiert nicht, damit, also das löst ja dann dein Glauben am Ende auch wirklich auf. Also da gibt's für mich, also das ist so der Bereich, so die Frage, irgendwo musst du halt dann auch aufhören mit dem Dekonstruieren, weil dann rutschst du in die Dekonversion rein. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Also, und das sollte man sich, also ich finde, das sollte man, wenn man in solchen Prozessen ist, auch sich ganz ehrlich die Frage stellen, ne, wo möchte ich ankommen? Was ist mein Ziel damit? Und das auch für sich mal zu formulieren und zu sagen, ja, will ich wirklich einen festeren Glauben damit gewinnen? Oder, also sich diese Mühe auch mal machen, zu sagen, ja, wo will ich damit landen? Ich weiß, das ist sehr schwierig, wenn man sowas drinsteckt, aber da kann vielleicht auch eine Gruppe, können Leute helfen, das für einen auch zu klären. Also weil das oft, wenn viele Fragen irgendwo im Raum sind, man unsicher ist und nicht weiß, wo man hin möchte, ist das gut für sich zu klären, was will ich jetzt damit erreichen? Ich meine, das macht man im Coaching ja auch. Ne? Du hast keine Ahnung, was du machen möchtest, wie es in deinem Leben weitergeht und dann formulierst du dafür ein Ziel oder wo du anlanden möchtest. Das halte ich auch in diesen Dekonstruktionsprozessen für sinnvoll, das für sich auf die Reihe zu bekommen. Also finde ich schon gut, was du sagst. Auf der anderen Seite finde ich es schon schwer. Also ich kenne Fälle von Leuten, die wirklich zutiefst verletzt worden sind von ihrer Gemeinde, von ihrem Pastor, vielleicht von Christen in der Gemeinde, die ja ihre Freunde sind und dann da ist es in christlichen Gemeinden, evangelikal, evangelisch, katholisch, macht da vielleicht auch kaum einen Unterschied. Da sind teilweise wirklich sektenhafte Züge. Also dann werde ich als jemand, der vermeintlich vom Glauben abgefallen ist, werde ich gemieden, werde ich vielleicht schlecht geredet. Ja, und dann bricht eben auch ganz viel Identität weg. Mhm. Also
Gruppenzugehörigkeit, was früher ganz klar war, ich gehöre dazu, ich weiß, was gut ist, ich weiß, was falsch ist, ich weiß, wer ich bin. Es gibt ganz klare Aussagen, ne? Der Glaube bestimmt mein Weltbild, mein Selbstbild, mein Bild von den anderen. Ja, und dann wird eben doch so, warum auch immer, ne, wird eben so eine Lawine ausgelöst, vielleicht doch einen kleinen Schneeball zuerst, so eine Lawine ausgelöst und auf einmal wird ganz viel in Frage gestellt und eben nicht nur irgendwelche Sachthemen, die nichts mit mir zu tun haben, sondern eben auch, ja, meine Identität, wer bin ich denn überhaupt? Und also ich glaube, das ist schon, also ich in so einer Phase, da stelle ich mir schon schwer vor, zu sagen, okay, und ich überlege jetzt irgendwie, wie jetzt mein Glaube neu aussehen kann, sondern da geht's, ich übertreibe auch, wenn ich sage, da geht's dann ums Überleben. Also ums psychische Überleben auch. Ja, da würde ich auch gern wieder eine Unterscheidung irgendwie reinziehen. Ich meine, der ganze Bereich, der irgendwie missbräuchlich ist, übergriffig, toxisch, wo Menschen also in System unterwegs sind, die sie kaputt machen, ich denke, dass du da ganz anders unterwegs sein musst. Da muss es auch, da würde ich jetzt sagen, darf es jetzt auch nicht das Ziel sein. Ja, du musst jetzt irgendwie deinen Glauben wieder unterfüttern und so ein bisschen neu aufbauen, sondern da ist für mich vielmehr die Frage, die da im Raum steht. Du bist als Mensch in einem System drinnen, was dich letztlich runterzieht oder kaputt macht. Und dann stellt sich für mich schon die Frage, wie kann ich, ja, also da wäre für mich immer die Überlegung, wie komme ich aus diesem System raus oder wie kann ich da gesund werden da drin? Wie kann ich da eine Position drin finden, die mich als Person und in meiner Identität überleben lässt? Also wo nicht nur überleben lässt, ja, wo kann ich da auch gut leben? Und ich glaube, dass, also den Bereich, den würde ich in solchen Prozessen immer abtrennen wollen, so dass alles, was ganz arg in die Person reingeht, was ganz schwierig, was eben missbräuchlich ist oder übergriffig, das würde ich von dem trennen, von der Ecke, den ich habe Zweifel, ich hinterfrage meine so Grundlagen meines Glaubens, aber an sich lebe ich jetzt in einem Beziehungssystem oder in einer Gemeinde, die vielleicht Probleme damit hat, dass ich so komische Fragen stelle, aber an sich darf ich als Mensch oder darf ich als Person das sein. Und das andere ist für mich so der Bereich, da gehst du als Person unter. Und also die beiden Dinge würde ich gerne also unbedingt auseinanderhalten wollen, weil das für mich, da schmeißt man dann auch Sachen zusammen in einen Topf. Das eine ist was, wo ich Leuten empfehlen würde, ja, System verlassen oder Neues zu suchen, um gesund zu werden. Und das andere ist für mich nochmal, also es sind Ebenen, die da miteinander sich vermengen dann. Also ich versuche mal so ein bisschen Landeanflug zu machen. Ja. Also was ich festhalten würde, ist, wir müssen über das Thema Dekonstruktion, Rekonstruktion des Glaubens wir müssen darüber reden, denn das gibt's. Also man kann es nicht irgendwie totschweigen. Man kann nicht irgendwie sagen, wir blenden das jetzt aus und das gibt's bei uns nicht. Nee, es gibt's eben in jeder Gemeinde. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich finde, da ja, haben wir jetzt irgendwie ein paar Dinge einfach gesagt, die wir denken, wie man damit umgehen kann. Wahrscheinlich kann man noch mehr sagen, irgendwie, wie man damit umgehen kann und muss wahrscheinlich sogar auch noch mehr sagen, wie man mit dem Thema umgehen kann, als Gemeinde, als Gemeindeleitung, als Pastor oder ich selber, wenn ich da am Dekonstruieren meines Glaubens bin. Und ich würde wirklich dafür plädieren, dass einfach Gemeinden und Kirchen sich einfach diesem Thema annehmen. Und eben nicht abtun von, ja, böser Zeitgeist und Verführung und Sünde und Irrlehre und steht ja schon in der Bibel in den letzten Tagen, da, ja, wird eben ungesunde Lehre kommen. Also, das so abzutun irgendwie, nee, sondern wirklich diese Leute ernst zu nehmen und zu begleiten. Genau, dafür würde ich wirklich plädieren. Und wenn ich dich verstehe, Markus, würdest du das auch so sehen, ja? Ja, bin ich auch dafür. Also Jesus sagt zu Thomas auch nicht, ja, Pech, dann glaubst du es halt nicht, dann tschüss. Also
Sondern ja, der darf ja dann seine Finger in die Wunden legen und seinen Zweifel äußern. Und ich glaube, ja, wir brauchen da, also in Gemeinde eh eine Kultur, die Fragen zulässt und die dann auch, also wo nicht immer mit Standardantworten geantwortet wird oder dass du hast so dein Standardkatalog, der kommt immer runter, sondern wo man auf Menschen eingeht, finde ich super wichtig. Und das nicht unter die Welt geht unterfassen, weil ich glaube, manche dieser Dekonstruktionsprozesse gibt es, seitdem es Christen gibt. Ja. Mach mal ein Beispiel. Wie ein Beispiel, dass es das gibt. Also ich meine, das fängt mit den, ich meine, so jemand wie Thomas, der muss ja auch erstmal damit klarkommen, dass Jesus auferstanden ist. Also. Ja. Oder Petrus, wie er auf dem Dach liegt und die Vision hat von den Tieren, die er essen soll. Und er sagt, Herr, ich habe noch nie mal eben was Unreines gegessen. Und du sagst, ich soll was Unreines essen. Also, wie passt das jetzt irgendwie? Oder Martin Luther, oder du hast ja immer wieder so Figuren, die glauben nochmal aus einer ganz anderen Richtung denken. Das hat ja ganz viel damit, also in meinen Augen hat ganz viel damit zu tun, dass oft die Antworten, die man immer mit sich getragen hat, plötzlich nicht mehr greifen und dann fängt man an, Dinge neu zu überlegen, neu umzubauen, abzubauen und aufzubauen. Und ich glaube, das hat es schon immer gegeben. Also es ist jetzt vielleicht ein Trend an mancher Stelle, keine Ahnung, aber ist es wahrscheinlich auch, wenn man sich das anschaut. Aber ich glaube, wir sollten einfach ja an der Stelle anfangen, gute, freundliche Antworten zu geben, gut mit Menschen umzugehen und da, wo Verletzungen und wirklich schwere Sachen passiert sind, das auch ganz professionell aufzuarbeiten. Also auch damit, also auf einer professionellen Ebene in Gemeinde umzugehen, also Leuten auch therapeutisch vielleicht Hilfe geben und also das ist ein sehr weites Feld, aber an der Stelle anfangen, Antworten zu liefern und nicht nur zu mauern und zu sagen, es ist alles böse, dürfen wir nicht. Damit wirst du nichts verhindern. Sondern vielleicht sogar noch schlimmer machen. Ja, das ist auch mein Verdacht an der Stelle. Aber das ist ja eine steile These von Markus Krause. Bin ich aber nachdenkenswert. Die Leute, die dekonstruieren von heute, das sind die Martin Luthers von morgen. Spannend. Vielleicht. Ne? Sollte man mal drüber nachdenken. Spannende Aussage, Markus. Ja, kommen wir doch mal so zum Schluss. Wir haben ja am Schluss immer unser AA der Woche, der absolute Aufreger der Woche, was uns überhaupt nicht gefallen hat. Markus, was war dein AA-Stück? Oh ja, ich hab was Schönes. Der Black Friday kommt und der Cyber Monday. Oh nein. Ja, meine Lieblingstermine im ganzen Jahr. Nein, Quatsch. Ich will mir eine neue Grafikkarte kaufen und ich beobachte seit einem Vierteljahr die Preise auf dem Computermarkt. Und seit Ende September steigen die Preise für Grafikkarten kontinuierlich an. Und ich habe den Verdacht, dass die jetzt zum Cyber Monday genau den Preisanstieg günstiger werden. Das kann natürlich sein. Und es regt mich super auf. Es ist so ärgerlich. Weil so dann heißt dann an dem Tag, ja, 10% Rabatt, Halleluja, wir sind die Besten. Und du denkst dir so, ja, ihr habt die letzten Monate einfach 10% auf alles draufgeschlagen. Danke für nix. Also, das ist mein super Aufreger gerade. Also, weil ich die, ja, ätzend. Ja, drum bleibe ich bei Apple, da wird mir alles vorgegeben, ich muss nicht nachdenken, ich muss einfach nur kaufen. Ja, das ist auch schlau, aber das geht bei meinem PC hier nicht. Und meine Grafikkarte ist so alt, die muss jetzt mal dran glauben, aber es ist wahnsinnig ärgerlich. Also dieses Rabattthema, das ich finde das super ätzend. Also so, ja, wir machen das jetzt ganz billig für euch. Und in Wirklichkeit hat man halt einfach, hat der Online-Shop kontinuierlich die letzten 1,5 Monate immer so einen Prozentpunkt draufgeschlagen. Es ist immer teurer geworden. Und dann sagt man danach, ja, jetzt richtig billig. Dann können, dann verkauft doch gleich den Listenpreis. Aber ich weiß, das funktioniert im Kapitalismus nicht. Und viele Leute lieben das und sind dann auch froh, ein Schnäppchen gemacht zu haben. Ich find's halt blöd.
Also es ist mein Aufreger gerade, weil ich jeden Tag das seit einem Monat mache und jeden Tag mir denke, ja, ist wieder ein Euro teurer geworden oder hier ist ein Aufschlag und es ist elend. Was ist dein Aufreger? Also das ist mein Thema. Ja, mein Aufreger habe ich schon zu Beginn gesagt und das ist die Krankheit. Irgendwie schleppe jetzt schon diese Erkältung, Husten, Schnupfen, Halsweh ist besser geworden, Gott sei Dank, mit mir rum seit 2 Wochen oder sogar noch länger. Das Blöde ist irgendwie, dass es begonnen hat 2 Tage vor dem Geburtstag meiner Frau. Wir haben einen Städtetrip gemacht in Regensburg. Meine Frau hat sich das gewünscht, einfach die Stadt anzuschauen, Altstadt von Regensburg, wunderschöne Stadt, aber ich war sehr krank. So starke Halsschmerzen, wie ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das jemals so hatte. Es war für mich eine Qual. Schüttelfrost. Und trotzdem gleichzeitig habe ich versucht, meiner Frau einen schönen Geburtstag zu machen. Ist halbwegs gut gelungen, aber ja, war schon hart irgendwie. Und jetzt irgendwie ist es definitiv besser geworden, aber ich dachte ehrlich gesagt, dass es schneller besser wird. Es wurde nämlich auch schneller besser, als wir dann zu Hause waren. Und irgendwie habe ich dann wieder angefangen, normal zu arbeiten. St. Martins Umzug hatten wir, danach nach Hause gegangen ins Bett und erstmal eine schöne Runde Schüttelfrost. Das war nicht so cool und dann ist wieder schlimmer geworden und jetzt ist es immer noch nicht gut. Ziemlich blöd, aber das ist mein AA-Stück der Woche. Es nervt mich einfach und es stinkt mir, wieso AA eben stinkt. Okay, dann. Super. Dann sage ich Tschüss, Markus. Tschüss an alle, die uns gehört haben.